So, dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier alles finden können. Sieht auf jeden Fall schon mal echt gemütlich aus. Da kriegt man direkt Lust, sich eine Runde hinzulegen. Der alte Sekretär meiner Mutter. Darin bewahrt sie ihre Briefe und Finanzunterlagen und solche Sachen auf. Darin will ich lieber nicht herumschnüffeln. Eine Pflanze auf der Fensterbank. Keine Ahnung, was das für eine Gattung ist. Falls es jemand weiß, könnt ihr es gerne in den Kommentaren drunter schreiben. Ich weiß es auch nicht, was es für eine Pflanze ist. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so relevant für das Spiel. Unter dem Blumentopf scheint etwas zu liegen. Es ist ein kleiner Messingschlüssel. Mal sehen, wofür wir den gleich noch brauchen. Mama, Kriminale und Gruselgeschichten. Hauptsächlich alte Sachen. Edgar Allan Poe und so ein Zeug. Vielleicht hat das etwas mit ihrer Zeit in England zu tun. Sie hat häufig erzählt, dass sie in einem Schloss gearbeitet hat, das aus einem dieser Bücher entsprungen zu sein schien. Ich glaube, die Möbel hat sie noch aus ihrer Zeit in England. Ziemlich altmodisch, aber irgendwie auch stylisch. Aha. Und schon wieder ein Hinweis darauf. Taschentücher, ein Brillenetui, eine Kunstzeitschrift, einige Baldrian-Dragés. Nichts, was ich brauchen könnte. Ah, das Adressbuch meiner Mutter. Darin sollte ich die Nummer ihres Hausarztes finden. Ah, es ist abgeschlossen. Vielleicht brauchen wir dafür den Schlüssel? Es lässt sich nicht öffnen. Ein Lederriemen führt von der Rückseite zur Vorderseite und dort in ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Damit ist das Adressbuch offen. Mal sehen, wie hieß dieser Arzt noch? Dr. Wakefield. Das ist er. Und hier steht auch seine Nummer. Ich hoffe mal, er hat noch die alten Krankendaten meiner Mutter. Na, dann wollen wir den noch mal anrufen und fragen. Moms Badezimmer. Wie alles hier, nichts Besonderes. Wir waren nicht arm, aber meine Mutter war immer bescheiden. Und so ist auch ihr neues Haus. Heute Morgen habe ich hier noch geduscht. Was für ein hässliches Mama Badezimmer. Hat ein riesiges Frühstück aufgefahren. Was hat das mit Bescheidenheit zu tun? Wohl eher was mit schlechtem Geschmack. In der Uni esse ich normalerweise morgens nichts. Aha, einige Medikamente. Schachteln, Fläschchen, Röhrchen. Ich nehme alles mit. Ich denke, damit habe ich alle Medikamente gefunden. So, dann wollen wir doch mal den guten Doktor anrufen und danach fragen. Und uns dann mal auf den Weg ins Krankenhaus machen. Oh, Verzeihung, ich meinte Gesundheitscenter. Hoffentlich stimmt die Nummer noch. Dr. Wakefield. 555. Mhm. Praxis Dr. Wakefield? Mein Name ist Darren Michaels. Ich muss den Doktor sprechen. Es ist ein Notfall. Einen kleinen Augenblick. Dr. Wakefield am Telefon. Hallo Dr. Wakefield, hier ist Darren Michaels. Darren, ist was mit deiner Mutter? Mandy meinte... Ja, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Sie ist nicht ansprechbar. Mein Gott. Das Krankenhaus braucht ihre Krankengeschichte. Haben Sie die noch? Ja, die müssten wir noch haben. Können Sie die Unterlagen ins Krankenhaus faxen? Ja, natürlich.
hoffentlich ist ihrem Rücken nichts passiert. Ist sie nicht durch das Stützkorsett geschützt? Nicht unbedingt. Das Korsett unterstützt ihre Wirbelsäule, wenn sie aufrecht steht oder sitzt. Aber ihr Rücken ist seit dem Unfall so stark in Mitleidenschaft gezogen... Ein Unfall also? Ob der auch auf Black Mirror passiert ist? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe gleich ins Krankenhaus und lass mich dort informieren. Tue das. Ich lasse die Unterlagen nach Billefort schicken. Ich hoffe, deiner Mutter geht es bald wieder gut. Ich auch. Grüße sie von mir, sobald sie aufwacht. Das werde ich. Bis bald, Doc. Puh, das wäre erledigt. Dr. Wakefield hat sich immer gut um Mom gekümmert. Mit ihrem Rücken konnte sie nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen. Alles bereitete ihr Schmerzen. Dazu noch die Brandwunden und nun... Verbrennung also. Dann hatte der Unfall bestimmt auch was mit Feuer zu tun. Ich ziehe mir eben noch was anderes an und dann ab ins Krankenhaus. Ich hoffe, es geht ihr gut. Hallo, ich möchte zu meiner Mom. Rebecca Michaels. Einen Moment. Ihre Mutter wird gerade noch untersucht. Haben Sie die Medikamente dabei? Ja, hier. Und den Versicherungskram habe ich auch. Wann kann ich... Ah, danke. Ich informiere Dr. Newhouse. Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn Sie zu Ihrer Mutter können. Der Augenblick dauert wirklich etwas lang. Ich habe ihn für euch ein bisschen gekürzt. Ja? Es gibt hier ein Problem mit dem Versicherungsschein Ihrer Mutter. Anscheinend wurde die letzte Rate nicht bezahlt. Davon weiß ich nichts. Und es ist mir auch egal. Natürlich ist das unangenehm. Aber die Versicherung... Es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit der Versicherung ist. Was ist mit meiner Mom? Wie lange dauert das noch? Sie können sicher bald zu ihr, aber wenn das mit der Versicherung nicht geklärt wird, dann haben wir ein Problem. Sie müssen... In Ordnung, Doktor. Sie können jetzt zu Ihrer Mutter. Das Zimmer hinten rechts. Na also. Mr. Michaels? Ich kann nichts dafür, wenn Ihre Mutter nicht bezahlt hat oder die Bank nicht überwiesen hat oder wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen will. Hier, nehmen Sie den Schein mit und klären Sie das. Am Ende ist Ihre Mutter wieder auf den Beinen, aber hat kein Dach mehr über dem Kopf. Ach ja, die liebe Bürokratie. Danke. Und? Wie geht es ihr? Ich befürchte nicht gut. Die Kopfverletzungen sind sehr schwer. Sie muss mit voller Wucht auf den Tisch gestürzt sein. Wird sie... Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Aber deine Mutter liegt im Koma daran. Es tut mir leid, aber es ist eher ungewöhnlich, dass jemand aus einem tiefen Koma erwacht. Vielleicht, wenn sie früher entdeckt worden wäre, dann wäre weniger Blut in ihrem Schädel. Das sind ja erquickende Neuigkeiten. Sie meinen, wenn ich gleich nach unserem Gespräch zu ihr gegangen wäre, dann läge sie jetzt nicht im Koma? Aber mein Junge, das konntest du doch nicht ahnen. Ja, ja. Woher hätte ich wissen sollen? Fuller! Wie bitte? Fuller! Sie hat im Fotoladen angerufen. Sie wollte mich sprechen und Fuller hat einfach aufgelegt. Aber nein, das ist doch wohl... Sie war bei Bewusstsein und wollte Hilfe rufen. Doch, Fuller! Aaron, komm zu dir. Es war ein Unfall. Niemand trägt daran Schuld und du solltest jetzt einfach... Einfach hier am Bett hocken und hoffen, dass alles wieder gut wird? Das glaube ich kaum. Wer glaubt, Aaron, ist verloren. Du solltest dich... Danke für Ihre Hilfe. Ich hab's ja immer gesagt. Wir kümmern uns 24 Stunden am Tag um deine Mutter, Darren. Du kannst gerne hierbleiben. Ich schau später nochmal rein. Ich werde nicht hierbleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dafür wird das fette Schwein büßen. Wir können ihn ja mit der Müsli-Schüssel verprügeln. Typischer Krankenhausschick.
Hier liegt ein Medizinfläschchen. Vielleicht vom Patienten, der vor meiner Mutter hier gelegen hat. Laxativa. Ein starkes Abführmittel. Das klingt nützlich. Oder wir füttern ihn damit. Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Puls, Atmung und so weiter. Keine Ahnung, ob die Werte gut sind. Da liegt ein Stethoskop. Vermutlich hat es jemand vom Klinikpersonal liegen lassen, als er es beim Händewaschen abgenommen hat. Doc Newhouse hat seins jedenfalls noch. Ich nehme es mit. Die werden hier schon Ersatz auftreiben können. Es scheint ihr, sie sieht so schwach aus. Meine Mom war immer eine Kämpfernatur. Und alles nur, weil sie gestolpert ist. Vermutlich wieder in Hektik, um irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun. Und da, dieser Scheißschrank, ich könnte... Und Fuller, wenn er, dafür lass ich ihn bluten. Da ist ja das wieder kann unser ich Ihnen nicht X. sagen. Wenn Sie wollen, sprechen Sie mit dem Sohn. Er ist gerade... Da ist er ja. Hey! Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Und er hört ganz prima auf uns. Was zum Teufel? Eine Krankenschwester. Oder vielleicht auch eine Bürokraft? Könnte heutzutage dasselbe sein. Mit dem Heilen von Menschen beschäftigen sich die Leute hier zumindest nur nebenher, wie es aussieht. Hi. Da wird der kleine Darren aber ganz schön unfair. Die tun bestimmt ihr Bestes. Was wollte dieser Kerl? Nun, er hat sich nach ihrer Mutter erkundigt. Was wollte er wissen? Er wollte wissen, ob... sie durchkommt? Nun, ja. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Patienteninformationen herausgeben dürfen. Er sollte mit Ihnen sprechen. Ich kenne den Typen nicht. Er ist mir aber schon zweimal über den Weg gelaufen. Wissen Sie, wer das ist? Tut mir leid, nein. Aber er hatte einen Akzent. Ich glaube britisch. Aber auch noch etwas anderes. Ich möchte, dass dieser Kerl nicht Akzent in die Nähe meiner Mutter kommt. Verstanden? Natürlich. Wollen wir sie doch mal ein bisschen ausquetschen. Dieser Dr. Newhouse. Wie ist er so? Oh, er ist sehr charmant. Ein wirklich netter. Er kommt nicht von hier. Ist erst vor etwa 2 Jahren hergezogen. Aber er ist hier richtig aufgeblüht und... Ob er ein kompetenter Arzt ist, wollte ich wissen. Oh ja, natürlich. Er hat früher ein großes Krankenhaus in Atlanta geleitet. Eigentlich ist er überqualifiziert, um in einem kleinen Ort wie Biddeford zu arbeiten. Aber ich glaube, er genießt das Kleinstadtleben. Ihre Mutter ist in guten Händen. Sind Sie eigentlich von hier? Könnte man so sagen. Ich bin hier aufgewachsen. Dann wissen Sie sicher viel Spannendes über den Ort zu erzählen. Naja, so viel passiert hier eigentlich nicht. Vor 2 Jahren hat sich eine junge Frau umgebracht. Sie stürzte sich ins Meer. Und es sind extra Taucher für die Suche angefordert worden. Sie konnten sie aber leider nicht mehr retten. Die Leiche haben sie nie gefunden. Aber ansonsten... Ich hab's nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Frau, die sich da umgebracht hat, irgendwie wichtig für uns ist, aber... Ja, wir haben damals zusammen Aerobic gemacht. Irgendwie wird so oft über sie gesprochen, als dass sie unwichtig sein könnte, oder? Das wüssten wir wohl alle gern. Sie war eigentlich immer lustig. Wir haben viel zusammen gelacht. Aber dann hat sie sich verändert. Sie ist dann auch nicht mehr mit zum Sport gekommen. Da ist der Kontakt abgerissen. Ich wusste ja gar nicht, dass es ihr so schlecht geht. Danke für die Info. Was meinen Sie? Wird meine Mom wieder in Ordnung kommen? Oh, das kann man nicht wissen. Aber es sind schon Leute nach deutlich schlimmeren Unfällen aus dem Koma erwacht. Und Leute nach deutlich harmloseren Unfällen gestorben. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Beten Sie für Ihre Mutter. Statistisch gesehen hat das keinerlei Auswirkungen. Die Zeit spare ich mir. Der Kerl gefällt mir.
Wegen dieser Versicherungsscheiße. Am besten schauen Sie mal die Überweisungen Ihrer Mutter durch. Wenn sie das Geld überwiesen hat, dann müssen sich die Versicherung und die Bank damit herumschlagen. Sie können mir die Bescheinigung einfach vorbeibringen, wenn Sie wollen. Dann kümmere ich mich darum. Mhm. Danke. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas anklicken können. Ah, okay, wir müssen erst das Gespräch verlassen. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Vielleicht sind Krankenakten in dem Schrank oder Quittungen, Formulare, Überweisungen. Geheilt wird hier ja nur noch nebenher. Eigentlich wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn wir an die Videobänder von der Überwachungskamera kämen, weil wir dann einfach mal gucken könnten. Es scheint hier im Gebäude ein Dutzend Kameras. Oder zumindest zu ein Foto hätten vielleicht von dem Typ, Sie noch der die uns dauernd verfolgt. Um zu überprüfen, dass alles gefilmt wird. Ein Soda-Automat spuckt verschiedene Sorten Zuckerwasser aus. Ja, ich glaube, eine Erfrischung brauchen wir jetzt nicht. Eine graue Tür mit einer Milchglasscheibe. Pathologie steht auf dem Schild darüber. Ja, ich glaube, die da drinnen brauchen auch keine Erfrischung mehr. Dann wollen wir doch nochmal zurück nach Hause und die Überweisungsscheine suchen. Damit die Versicherung auch zufrieden ist. Dann muss es wohl sein. Ich fasse es nicht, dass ich in den Privatsachen meiner Mutter herumschnüffeln muss, nur damit eine verdammte Versicherung sie nicht krepieren lässt. Ich meine, was würden Sie tun, wenn ich keine Belege finde, dass meine Mutter das Geld überwiesen hat? Sie im Bett vor die Tür schieben? Also los. Ja, und sie dann wahrscheinlich vor der Tür auf den Boden auskippen und ihr Bett wieder mit reinnehmen. So, diesen Sekretär muss man mit einem Bilderpuzzle öffnen. Da ihr das aber selber rauskriegen sollt, wenn ihr das Spiel vielleicht auch noch spielen möchtet, werde ich euch das nicht verraten, wie das funktioniert. Und siehe da, Sesam hat sich geöffnet. Kleiner Holzkasten. Den habe ich noch nie gesehen. Ah, und da ist Mams Überweisungsbuch. Das habe ich gesucht. Ich nehme beides mit. Bleistifte. Ganz normale Bleistifte. Die lasse ich lieber hier. Für Bleistifte braucht man immer einen Anspitzer und den sehe ich hier nicht. Ich weiß auch nicht, ob man in der Stadt einen Anspitzer kaufen kann. Hat Mom etwa heimlich gebraucht? Es ist ja auch mehr ein Dorf, glaube ich. Ach, es sind nur Spielkarten drin. Hätte mich auch gewundert. Ich kenne mich mit diesem Kram nicht aus. Na, mal sehen. Ich glaube, das sind die Kontobewegungen meiner Mutter. Hier geht Miete ab. Hier ein Betrag von $18.45 an eine Telefongesellschaft. Aha. Und hier die Überweisung an ihre Versicherung. Das ist vom letzten Monat. Sie hat also bezahlt. Den reiße ich den Arsch auf. Was ist ein Brief? Liebe Rebecca, ich habe deinen Brief erhalten und freue mich sehr, dass es euch gut geht. Natürlich werde ich dir auch weiterhin den vollen Betrag schicken. Dein Vorschlag ist nett gemeint und ich hätte es nicht anders von dir erwartet.
Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du weniger erhältst. Auch wenn er jetzt aus dem Haus ist. Du hast deine Sache großartig gemacht und es ist an der Zeit, dass du auch etwas für dich tust. Genieße dein Leben in Maine. In Liebe, C. Sehr geheimnisvoll. Aber bis wir erfahren, was es damit auf sich hat, dauert es noch eine Weile. Seltsam. Der volle Betrag, auch wenn er jetzt aus dem Haus ist? Was hat das zu bedeuten? Hier erhält meine Mom einen größeren Betrag von... Eine Überweisung über 1.500 Dollar von einer Bank in England. BCW Bank, Filiale Willow Creek. Willow Creek. Das kommt mir bekannt vor. Mom hat früher in England gelebt, aber war das in diesem Willow Creek? Und wer ist dieser C? Und warum schickt er ihr Geld? Fragen über Fragen. Und dort? Sie scheint jeden Monat den Betrag zu bekommen. Da liegt es wohl an uns, die zu klären, oder? Es scheint praktisch ihr einziges Einkommen zu sein. Das verstehe ich nicht. Mir hat sie immer gesagt, sie würde ein monatliches Schmerzensgeld bekommen. Von der Versicherung des Mannes, der für den Unfall verantwortlich war, bei dem auch mein Vater gestorben ist. Ich hätte das bestimmt nicht sehen sollen. Kann mir ja auch egal sein. Es passt nicht zu meiner Mutter, Geheimnisse vor mir zu haben. Ich werde sie fragen, warum sie mich angelogen hat. Sobald es ihr besser geht. An der Stelle mache ich für diese Woche aber erstmal Schluss. Jedoch werde ich das Spiel für euch komplett durchspielen. Und das heißt, wir sehen uns nächste Woche dann wieder mit den nächsten drei Teilen. Bis dahin, unterstützt uns, rate, comment, subscribe und ja, schaut einfach rein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Eure Steffi. Tschüss.